Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tutorial. Ich habe ein mehr oder weniger Tuch, was aus einer Serie entstanden ist. Wir haben nämlich hier diese Serie mit diesem Patentmuster und ich habe das ein bisschen abgewandelt. Ich habe noch andere Muster eingefügt und zwar immer, wenn ein Farbwechsel kam. Also wenn ein Faden dazu kam, habe ich ein neues Muster mit reingehäkelt und später habe ich einfach die Muster, die mir am meisten gefallen haben, nochmal wiederholt. Ja, die Bobble ist riesig gewesen. Wir hatten 1000 Meter, darum ist das Tuch auch riesig geworden. Wir haben hier die Neonliebe, vierfach. Wie gesagt, 1000 Meter findet ihr auch in meinem Shop. Ich habe komplett fast alles verbraucht. Ihr seht ja, das letzte habe ich hier einfach nochmal drumherum gehäkelt. Nochmal so eine schöne Abschlusskante habe. Und ja, es ist so strahlend und leuchtend geworden. Finde ich richtig schick. Und jetzt schauen wir uns Schritt für Schritt einmal die Muster an. Ich denke mal, ich werde jedes Muster euch zwei Reihen zeigen. Beim Farbwechsel gab es immer ein Bobbelchen. Und ja, jede Reihe zwei Reihen zeigen und dann ist das eigentlich ganz schnell gemacht. Das Tuch dauert wirklich nicht lange. So, ich werde mit irgendeinem Beispielgarn arbeiten. Das ist jetzt das Garn, ein Bändchengarn, ein Restegarn. Das ist aber perfekt für mich, um euch alles zu zeigen. Also es hat die perfekte Größe. Häkelnadel nehme ich auch irgendwas. Ich habe das Tuch mit einer 3 mm Nadel gehäkelt für denjenigen, der es interessiert. Ich würde immer sagen, das, was der Hersteller angibt, mit dem arbeitet ihr oder mit dem, was ihr euch, womit ihr euch am wohlsten fühlt. So, jetzt gucken wir einmal nochmal, was ich hier gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 6. Kommt sie auf 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Okay, fangen wir an. Mit einer Luftmasche oder einem Luftmaschenbogen, je nachdem, womit ihr am besten arbeiten könnt. Dann drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir gehen in die erste Luftmasche rein und häkeln 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und das fünfte. Jawohl. So, ihr seht ja, das Tuch wird von unten nach oben gehäkelt und wir fangen an, die erste Reihe zu zeigen. Drei Luftmaschen, Arbeit wenden, zwei Stäbchen in die erste Masche. So, und damit es ein Patenttuch wird, habe ich immer in die hinterste Masche eingestochen und ein Stäbchen gemacht. In diesen letzten Zwischenraum zwischen Stäbchen und den drei Luftmaschen häkeln wir drei Stäbchen. Dann steigen wir nach oben mit drei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und häkeln hier in die erste Masche wieder zwei Stäbchen. So, und hier arbeiten wir auch hinten in das hintere Maschenglied Stäbchen. So, und dann nehmen wir an, jetzt kommt der Wechsel, also jetzt kommt ein Knoten
im Garn oder auch nicht, je nachdem, mit was ihr arbeitet. Aber wenn jetzt ein Farbwechsel kommen würde, würden wir eine Bobbelmasche machen. Das sind 5 halb abgemaschte Stäbchen. 2 habe ich. 3. 4. 5. Alles zusammen abmaschen. Ist ein Bobbelstich. So, und jetzt kommt das nächste Muster. Und das sind normale Stäbchen, komplett eingestochen. Die ganze Masche. Also nichts mit hinten, vorne, sondern die komplette Masche. Bis nach hinten weg zur letzten Masche. Und dort häkeln wir wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen, Arbeit wenden, 2 Stäbchen in die erste Luftmasche, an die erste Masche und wieder Stäbchen bis wieder ein Farbwechsel kommt. Sollte jetzt wieder ein Farbwechsel kommen, häkeln wir an dieser Stelle wieder eine Bobbelmasche. Und beginnen mit dem nächsten Muster. Das ist einmal das Lochmuster, eine Luftmasche, eine Masche überspringen und in die zweite ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. Und das wiederholen wir, bis es nicht mehr geht. Zum Schluss häkeln wir wieder 3 Stäbchen in den letzten Zwischenraum. Machen 3 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit, häkeln wieder 2 Stäbchen. Und arbeiten jetzt wieder die Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen. Auch das wieder weiter bis zum nächsten Farbwechsel. Wenn der Farbwechsel kommt, wieder unsere Bobbel. Und das nächste Muster, ich muss mal gucken, war doppelte Stäbchen. Das heißt, ich nehme den Faden so hier doppelt auf. Steche ein und schlinge jetzt 1, nochmal, wer abrutscht auch nochmal, also einstechen, einmal 2 Maschen, zweite Mal und dritte Mal 2 Schlingen abschlingen. Das Ganze wieder bis zur letzten Masche und in den letzten Zwischenraum wieder 3 doppelte Stäbchen. So, diesmal machen wir 4 Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und machen wieder 2 doppelte Stäbchen. In diese erste Masche. Und dann häkle ich wieder doppelte Stäbchen, bis wieder ein Farbwechsel kommt.
So, sollte jetzt ein Farbwechsel kommen. Achtung, gleich mache ich wieder meinen Bobbelstich. Und den kann ich auch hier in den Zwischenraum häkeln. Und jetzt kommt das Kreuzstäbchenmuster. Da häkeln wir in, also wir überspringen eine Masche und häkeln in die zweite Masche ein Stäbchen. Nochmal. Und dann ein Stäbchen in die übersprungene Masche. Eine Masche überspringen. Und dann in die übersprungene Masche. Eine Masche überspringen und in die übersprungene Masche. Bei den letzten Zwischenraum wieder drei Stäbchen. Drei Luftmaschen nach oben. Wenden. Zwei Stäbchen. Und wieder in die zweite Masche ein Stäbchen und dann in die übersprungene Masche ein Stäbchen. In die zweite Masche ein Stäbchen, in die übersprungene Masche ein Stäbchen, zweite und in die übersprungene. Das Ganze wiederholen, bis der Farbwechsel kommt. So, wenn der Farbwechsel da ist, ihr kennt es schon, machen wir noch ein letztes Mal unsere Bobbelmasche. Und dann folgt das zweite Muster mit halben Stäbchen. Und davon mache ich bei mir im Tuch, kam das Muster hier oben. Genau, und ich habe dazwischen immer so circa plus minus 5 Maschen, 20 Maschen gehäkelt, 20 halbe Stäbchen gehäkelt. Das funktioniert jetzt natürlich bei meinem Beispiel nicht so gut, das ist ein bisschen schwierig, deswegen mache ich jetzt einfach meine Bobbelmasche, die kennt ihr ja schon. Und wie gesagt, ich habe immer so circa 20 Maschen, ich habe ein bisschen geguckt, wo ist noch Platz? Wo passt jetzt gerade ein schöner Bobbelstich hin? Da setze ich jetzt einen Bobbelstich. Ne? Und das Ganze mache ich bis zum Schluss. Sieht dann erstmal so aus. Dann häkle ich in den letzten Zwischenraum wieder drei Stäbchen. Gehe nach oben, drei Luftmaschen, wende meine Arbeit, mache zwei Stäbchen und mache jetzt gleich meine Bobbelmasche. Und das meine ich damit, ich habe dann immer so ein bisschen geguckt, wo ist noch keiner, damit die nicht immer alle an der gleichen Stelle sind, sondern alle ruhig ein bisschen unterschiedlich sind. Und ja, dann wieder halbe Stäbchen. Und durch die halben Stäbchen kommt natürlich das Ganze auch wesentlich besser raus als die anderen Bobbelmaschen, ne? Die wir ja zur Trennung von unseren Mustern benutzen. So. Wenn ich jetzt wieder eine Trennung häkeln würde, ich mache es jetzt mal nicht, ich häkle jetzt bis zum Schluss einmal durch. Aber es kommen ja normalerweise noch Farbwechsel bei einer Bobbel. Habe ich mich entschieden, bei meinem Tuch, wenn wir jetzt mal gucken, also Muster 1, ne? Dann gab es einen Farbwechsel, kam Muster 2, nur Stäbchen, dann kam Muster 3, 4,
5. Und da ist das sechste Muster. Und dann fing ich schon wieder an, Reliefstäbchen. Das habe ich so ein bisschen durcheinander gemacht. Habe ich mich ein bisschen verquatscht. Ist okay, reden wir nicht drüber. Eigentlich sollte das Reliefmuster da, eigentlich wollte ich dir ja nochmal komplett die Muster wiederholen. Ich habe mich dann entschieden, nachdem ich gemerkt habe, dass ich da Mist gebaut habe, ich mache einfach die Muster, die mir am meisten gefallen haben. Das heißt, ich habe das Lochmuster komplett rausgelassen, das habe ich nicht nochmal gehäkelt. Ich habe hier die doppelten Stäbchen gehäkelt und ich habe nochmal das Kreuzmaschenmuster gehäkelt. Und welches Muster ist auch weggeblieben? Das mit dem Bobbelstich habe ich auch weggelassen. Also das und das sind dann rausgeflogen und die anderen Muster habe ich nochmal wiederholt. Ja, als ich bei dem letzten Ton angekommen bin, den da, habe ich natürlich auf jeden Fall erstmal wieder bis zum Anfang gehäkelt. Das machen wir einmal. Weil das nächste fangen wir ja an der Ecke einmal an. Wir gehen nämlich um das Tuch herum. Gehen wir einmal. So, Achtung, ich komme gleich an. Und zwar häkle ich da in diese letzte Masche 3 Stäbchen. 3 halbe Stäbchen. 3 halbe Stäbchen. Ich habe ringsherum um das Tuch mit halben Stäbchen gearbeitet. Genau. Also 3 halbe Stäbchen und dann kommen ja hier diese seitlichen Stäbchen und die habe ich folgendermaßen bearbeitet. Immer wenn hier so ein halbes, so ein Stäbchen kam, habe ich 2 halbe Stäbchen gehäkelt. Beim doppelten Stäbchen. Nee, Moment, das ist ja gar nicht auf der Seite. Da müssen wir erstmal rumhäkeln. Okay, also bei normalen Stäbchen immer 2. Ne? 2 halbe Stäbchen. Einmal bis zur Spitze. Das sieht natürlich, wenn man das natürlich im Groß macht, wesentlich cooler aus. Jetzt in dem Zeigebeispiel ist das natürlich alles ein bisschen krummelig und knorkelig. Das weiß ich. So, hier ist das letzte halbe Stäbchen, ne? Und dann kommt hier diese Anfangsmasche, ne? Und da häkeln wir 3 feste Maschen rein. Und ich nehme auch gleich den Anfangsfaden mit. Der wird gleich eingewoben und dann ist der einmal weg. So. Dann kommt hier wieder so ein halbes Stäbchen und da häkle ich jetzt auch wieder 2. Also nur da unten in der Spitze 3 und hier oben in der Spitze 3. Wo geht's weiter? Da ist wieder so ein halbes Stäbchen. Häkle ich gerade feste Maschen? Okay, tut mir leid. Halbe Stäbchen häkeln wir. Das ringsherum und dann kommt hier dieses Doppelstäbchen und da häkeln wir nämlich 3 halbe Stäbchen. Nächstes Doppelstäbchen, auch wieder 3 halbe Stäbchen. Einfaches Stäbchen, 2 halbe Stäbchen. Doppeltes Stäbchen, 3 halbe Stäbchen. So, da ist das letzte. Und dann kommt hier wieder die erste Masche und da kommen wieder 3 rein. So, und dann habe ich mein Muster einfach beendet an einem Punkt, wo, das zeige ich euch gleich nochmal, so dass ich die ganze Kante halbe Stäbchen habe, weil irgendwann war ja dieser Musterwechsel tatsächlich noch hier. Der war noch relativ spät und deswegen habe ich hier auch noch halbe Stäbchen bis zur Ecke, was ich euch ja gesagt habe, und dann bei der Ecke begonnen, ringsherum zu häkeln. Bis zu diesem Punkt habe ich aber noch gehäkelt dann, ne? Das heißt, irgendwann, wo ist das hier? Ach ja, da haben wir ja keine Bobbelmasche mehr gemacht, oder?
Nee, wir haben es nicht gemacht, aber irgendwann. Achso, das war ja das letzte Muster, ne? Das war ja sowieso mit halbem Stäbchen. Also egal, wir häkeln bis durch. Macht Sinn. Aber normalerweise, also bei mir war das jetzt so, kam ja irgendwann wieder die Bobbelmasche und das heißt, ich habe dann dieses halbe Stäbchenmuster begonnen, ohne Bobbel. Und habe dann geendet mit, kann ich ja jetzt hier zeigen, hier sind ja jetzt beides halbe Stäbchen ohne irgendein Bobbel dazwischen, habe ich hier nochmal feste Maschen, 3 Stück gemacht. Und 3 Kettmaschen. Und habe das da quasi dann zur Runde geschlossen. Ja. So, dass das da endete. Man kann das jetzt aber auch bis zum Ende machen und man kann die Reihen auch größer machen. Also das heißt, ich kann auch noch ein bisschen länger ringsherum häkeln. Das zeige ich euch auch gleich. Da muss ich erstmal dahin kommen. Da brauchen wir nämlich diese 3 halben Stäbchen, die wir in eine Masche gehäkelt haben. Ach, da sind sie. Das heißt, ich gehe wieder zu dem mittleren. 1, 2, 3. Ja, das mittlere ist da. Und häkle in den mittleren von den dreien wieder 3 Stäbchen. Und wieder runter. Und so geht das denn. So kann man das länger wiederholen, so wie man das möchte. Und dann entsteht daraus ein riesiges Tuch. Ihr könnt auch, ganz ehrlich, ihr könnt das Ganze aber auch mit einem Muster durcharbeiten. Sucht ihr euch eins von den Mustern aus. Wichtig ist nur zu wissen, das Muster mit den halben Stäbchen, da machen wir vorne und hinten bitte ganze Stäbchen in der Zunahme, ne? Bei den doppelten Stäbchen machen wir doppelte Stäbchen und bei allen anderen immer Stäbchen, ne? Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. Außer, genau, weil wir ja hier halbe Stäbchen haben. Vorne und hinten, also am Anfang und am Ende Stäbchen. Gut. Mehr gibt es zu dem Tuch eigentlich nicht zu sagen. Es war genug. Ich glaube, es war verwirrend genug. Wie gesagt, wenn, dann sucht euch ein Muster aus. Das geht natürlich auch. Ich habe es euch alle mal ganz kurz gezeigt mit Anfang und Ende. Und dann könnt ihr die wiederholen, wie ihr fröhlich seid. Es ist jetzt auch nicht das beste Tuchgarn, was ich mir rausgesucht hatte, aber zum Zeigen war es halt am besten. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer über Bilder in meiner Facebook-Gruppe oder wenn ihr mich verlinken tut, da freue ich mich auch drüber. Ich freue mich, wenn ihr mir hier ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo dalasst und wenn ihr Donnerstag wieder einschaltet zu einem neuen Tutorial. Macht's gut, ihr Lieben, bis Donnerstag.